Also wir beginnen mit einem Film, 5 Minuten. Und ich werde mich dann eher kurz fassen und hätte eigentlich auch, würde mich sehr freuen, wenn Beiträge von den Rechtsexperten und Rechtsexpertinnen aus dem Publikum kommen. Aber ich erkläre das dann. Also das war ein Filmbeitrag, es waren gestern Abend mehrere dieser Cartoon-Filme von mir zu sehen.
Im Prinzip sollte ich vielleicht ein bisschen darauf eingehen und die Serie auch etwas erklären. Also im Prinzip gibt es dafür verschiedene Begriffe. Ein sehr guter Begriff wäre Collagefilm. Also ich nehme genauso wie in der bildenden Kunst üblich und mit Braque und Picasso beginnend im Prinzip vorgefundenes Filmmaterial her und verändere das dann. Also ein Begriff, der im Film sehr gängig war, war Found-Footage-Film. Und Found-Footage, Found gefunden, Footage, weil Film in Feet gemessen wird. Also das war einer der Begriffe, der sehr häufig war. Und sonst in der bildenden Kunst würde man über Appropriation, also Aneignung, sprechen. Also das ist eine künstlerische Ausdrucksform, die sich der Aneignung bedient. Im Konkreten geht es hier um das Prinzip der Cell Animation. Cell Animation ist ein analoger Animationsstil, wo arbeitsteilig verschiedene Zeichner verschiedene Formen auf transparente Folien gezeichnet haben, die dann zu einem gesamten Bild kombiniert wurden, also übereinander gestapelt wurden. Ja, und was ich eigentlich mache im übertragenen Sinn, ich ziehe bestimmte Folien, bildlich gesprochen, aus dem Stapel heraus. Gut, jetzt geht es natürlich hier um die rechtliche Frage, um rechtliche Dinge. Und da ist es ganz lustig, dass der Disney es geschafft hat, in einem Copyright Extension Act 1998 das Copyright zu verlängern. Und die Frage, die sich natürlich in diesem Zusammenhang jetzt stellt, ist, in Amerika gibt es ein Recht auf Zitation, also Citation, und ein Recht auf Parodie. Die Frage ist, würde das jetzt meine Arbeit da reinfallen? Könnte ich damit argumentieren oder nicht? Und dann darauf aufbauend noch die Frage, wenn ich das klären lassen würde in Amerika, dann würde die Rechtsklärung wesentlich mehr kosten als die Filmherstellung. Also da sieht man schon in etwa das Problem damit. Interessant ist auch, dass beim Disney selber dass es eine Ausstellung zum Disney gab, und zwar Walt Disneys wunderbare Welt und ihre Wurzeln in der europäischen Kunst. Und da gibt es die Geschichte, dass der Disney in den 30er Jahren Europa besucht hat und, so wie es die Anekdote will, 350 Kunstbücher nach Amerika gebracht hat und sich dann natürlich dieser künstlerischen Vorlagen bedient hat. Also wenn man sich diese Arbeiten genau ansieht, entdeckt man alle möglichen Sachen aus der Kunstgeschichte, Caspar David Friedrich, Surrealisten, also das ist eigentlich alles vom Disney quasi angeeignet worden. Und interessanterweise ist wiederum der Disney jemand, der sich sehr stark dagegen wehrt, dass andere auf sein Material zurückgreifen. Drum dieser Copyright-Verlängerungsakt. Und die Frage, die sich natürlich stellt, und das ist jetzt so, das ist ganz, ganz interessant vielleicht oder ganz lustig, weil die meisten Vorträge vor mir eher von Institutionen waren, also institutionelle Sichtweisen quasi kolportiert haben. Und in dem Fall geht es natürlich jetzt um Kunst und auch ums Geschäft. Und es ist natürlich gerade interessant, dass ich jetzt als Künstler übers Geld reden muss, über diese Sachen, weil es gibt von Ed Reinhardt, ein amerikanischer abstrakter Maler, der sich mit Schwarztönen und schwarzen Flächen beschäftigt hat und in seiner Freizeit allerdings auch so Bonmots aufgeschrieben hat und Cartoon gezeichnet hat. Und der hat den Ausspruch geprägt, Rechtsanwälte reden über Kunst, Ärzte reden über Kunst, Künstler reden übers Geld. Und insofern falle ich da jetzt genau in diese Schiene. Aber aus der Praxis, und das sind auch Fragen dann an die Rechtsexperten quasi, in der Praxis ist es zum Beispiel so, also ich kann einige Anekdoten da erzählen.
Ich selber hatte nie Schwierigkeiten mit meinen angeeigneten Materialien. Dann gibt es einen Freund von mir, der in New York lebt und eher sehr avancierte und leicht verrückte Modefotografie dort macht. Und das ist ganz eine interessante Anekdote. Also der hat sich vor 15 Jahren eine Webpage zusammengebaut und hat seine Bilder reingestellt und hat dann auf einmal eine Samsung-Werbung gesehen, wo eines seiner Motive übernommen wurde. Gleichzeitig hat ihm ein Veranstalter, ein Partyveranstalter, ein anderes Sujet geklaut für die Partyeinladung. Und da geht es jetzt eigentlich nicht mehr um das Rechtliche, weil natürlich beide Gruppen da einen Verstoß gemacht haben. Es geht aber um das, dass Samsung natürlich Geld hat. Also wenn man Samsung klagt oder sich mit Samsung einigt, kriegt man Geld. Von dem Party-Organizer ist nichts zu erwarten. Also den kann man eigentlich nur gehen lassen. Die Geschichte ist dann so weitergelaufen, dass der Bela zu einem, also der heißt Bela, der Freund von mir, dass der zu einem Rechtsanwalt gegangen ist in New York und der hat gleich, bevor er das Bild überhaupt noch gesehen hat, hat der relativ abgewunken, also war sich nicht sehr sicher, hat dann das Bild gesehen und hat gesagt, wir haben enormes Glück, weil der Klau völlig 1:1 war. Also es sind drei Luftballons, sieht man, die bemalt sind, die hängen an Schnüren, die Schnüre sind am Boden festgemacht und der hat genau, also dieser Samsung-Grafiker hat genau dieselben Farben verwendet und genau denselben Hintergrund. Und dann das weitere Interessante in der Rechtspraxis war dann das, dass Samsung $30,000 angeboten hat, also die haben einfach einen Rechtsanwaltsbrief gekriegt, haben $30,000 angeboten und der Rechtsanwalt hat natürlich dem Fotografen geraten, das anzunehmen und hat aber gesagt oder darauf hingewiesen, dass das eine sehr aufwendige Kampagne ist, das heißt, dass der Streitwert unter Umständen höher sein kann, nur wenn man die $30,000 nimmt, ohne dafür arbeiten zu müssen, weil es war ja nur ein Brief, nimmt man die $30,000, weil wenn man selbst einmal 50.000 rausholen könnte, hat man natürlich dann die Rechtsanwaltskosten. Also das sind so Sachen aus der Praxis. Eine Sache, die ich kenne, wo es einen Copyright oder einen Copyright-Verstoß geahndet wurde, allerdings geahndet ist auch nicht das richtige Wort, aber in jedem Fall, es geht um einen Film von Todd Haynes und der hat dann später größere Spielfilme gemacht und hat in den 80er Jahren, glaube ich, einen Film gemacht, Superstar, The Karen Carpenter Story. Und die Karen Carpenter war eine Folksängerin, die an Magersucht gestorben ist und der Todd Haynes hat das mit Barbie-Puppen nachgespielt und hat natürlich sofort eine Klage von Mattel vom Barbie-Puppenhersteller gekriegt. In der Praxis ist das aber auch dann anders gelaufen, weil die Firmen, also die, ja, der Barbie-Puppenhersteller oder auch Filmproduktionen natürlich ebenfalls wissen, von wem sie Geld kriegen können. Das heißt, wenn ich einen Verstoß bei Jeff Koons finde oder bei Andy Warhol, dann ist es klar, dass da sehr viel Geld vorhanden ist und dass ich da was rausholen kann. Und beim Todd Haynes war es aber damals nicht so. Das heißt, die Praxis, die da ausgeübt wurde, war die, dass man ihm sagt, er hat kein Recht, den Film aufzuführen und ihm quasi den Beweis überlässt. Also er hätte beweisen müssen, dass er doch Rechte hat für den Film und konnte das natürlich nicht. Aber das ist einfacher für die Filmproduktion, weil es natürlich klar ist, dass die dann keinen großen Rechtsanwaltsaufwand haben. Gut, es ist angezeigt worden, 5 Minuten, ich komme vielleicht noch einmal zur Sache. Was ich sehr spannend gefunden habe und was mir spontan eingefallen ist, was ich vielleicht erwähnen sollte, es geht um den Zugang geht. Ja?
Und die Frage ist, oder was vielleicht ganz interessant ist, es ist auch für mich schwer als Künstler, über den Zugang meiner Arbeiten zu entscheiden, weil es einfach, es gibt einen Filmbereich, im klassischen wäre das der Experimentalfilmbereich, und dann gibt es den Kunstbereich. Jetzt ist es so, dass diese beiden Bereiche völlig unterschiedlich arbeiten und völlig unterschiedliche Budgets haben. Das heißt, wenn ich das an eine Kunstsammlung verkaufe, dann bin ich mit meinen Preisen niederpreisige Kunst. Das aber, was niederpreisige Kunst ist, können Kinemateken nicht bezahlen, weil es für die viel zu teuer ist. Also ich bin quasi dazwischen, zwischen den Welten. Eine andere Sache, und das ist auch das Interessante, weil der Film eigentlich über Verleih läuft, also der klassische Experimentalfilm, Kurzfilm, der läuft über Verleiher. Und da ist es so, dass sich dann jeder quasi um 30 Euro, 50 Euro einen Film ausborgen kann und den quasi in jeden beliebigen Kontext stellen kann. Das wäre zum Beispiel in der bildenden Kunst nicht möglich. Da müssen Künstler angefragt werden und der Künstler sagt dann quasi ja oder nein dazu. Ja. Also das sind sehr schwierige Sachen, wo man sehr leicht zwischen den Stühlen sitzt. Und ich glaube auch, dass das Kinomodell also eigentlich vom kommerziellen Kino kommt. Also dieses Verleihmodell ist eigentlich übernommen vom kommerziellen Kino. Und das hat natürlich das Problem, dass das kommerzielle Kino darauf aufgebaut ist, dass möglichst viele Menschen wenig Geld zahlen, um das Produkt quasi zu finanzieren. In der bildenden Kunst ist das Ganze ganz anders. Da zahlen wenige Menschen viel Geld, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Gut, ich glaube, dass ich jetzt genug über das Geld geredet habe und damit den Ed Reinhardt die Ehre erwiesen habe. Und ich weiß nicht, wenn es irgendwelche Anregungen gäbe aus rechtlicher Sicht, würde ich mich freuen, wenn es Kommentare gäbe. Ja. Fortmeier, mein Name, ich bin Anwalt aus Frankfurt. Also nach deutschem Urheberrecht, wenn man das nach deutschem Urheberrecht beurteilen würde, dann wäre das wohl ein Fall des Paragraph 24, das ist die freie Benutzung. Also es könnte einer sein. Ob es einer ist, also darüber könnte man streiten. Vereinfacht gesagt, kann man fremde Werke benutzen für ein neues Kunstwerk, wenn das ist die BGH-Rechtsprechung dazu seit Jahrzehnten, wenn das ursprüngliche Werk verblasst, das ist die Verblassenstheorie, ja, oder Verblassenslehre, verblassen, so heißt das halt. Ja. Und also Ihr Film ist wahrscheinlich das Musterbeispiel eines Grenzfalls, wo man das so oder so sehen könnte. Der ursprüngliche Disney-Film, also wenn man das jetzt mal oberflächlich betrachtet, verblasst natürlich nicht erstmal. Ja. Natürlich, die Figuren sind noch zu sehen, aber Ziel oder Sinn dieses Werks ist ja ein Spiel mit der Wahrnehmung, oder das können Sie natürlich als Künstler viel besser jetzt beschreiben, aber es ist ja es zielt ja darauf ab, auf die Wahrnehmung. Ja? Und wenn man das sinnvoll betrachtet, dann ist das der Fokus dieses Kunstwerks, sodass die eigentlichen Figuren, würde ich sagen, so würde ich das sehen, dahinter verblassen. Ja. Aber wie das ein deutsches Gericht sehen würde, da können Sie wahrscheinlich eine Münze werfen. Das ist auch meine Erfahrung. Es gibt Richter und Richterinnen, die haben da ein gewisses Verständnis dafür, die würden ganz klar sagen, ja, das ist ein Verblassen, das ist ja völlig neues Werk. Andere würden das anders sehen, wie das durch die Instanzen gehen. Das ist so ein, glaube ich, so ein typischer Grenzfall. Das könnte so ein Ping-Pong durch die Instanzen geben. Also das wäre meine Prognose. Gut, besten Dank. Ja, vielleicht ist das auch nicht der Fall. Ich schaue ein wenig auf die Uhr. Gibt es noch eine schnelle Anmerkung oder Frage? Wenn das nicht der Fall ist, doch, dort. Ganz, ganz schnell.
schnell. Also die Frage war ja auch nach Amerika. Da gibt es das Center for Social Media, aufschreiben, googeln. Die haben sich genau dieser Fälle angenommen und dazu alle Urteile, die es in den USA gibt, sich angeschaut, um die freie Ermöglichung im Rahmen des Fair Use zu verstärken, und das ist denen auch sehr geglückt, auch im Bereich Dokumentarfilm, wo das Zitatrecht ja auch eine wichtige Rolle spielt, aber auch im Bereich des Künstlerischen und übrigens auch im Bereich des Tanzfilms, wo wir gestern drüber gesprochen oder gestern die Freude hatten, uns die Sachen anzuschauen. Also das ist eine sehr, sehr gute Adresse für Amerika. Das Problem ist nur, dass dieses Fair Use eben nicht harmonisiert oder nicht international ist. Das heißt, wenn man diesen Film in Frankreich zeigt, kann man wieder ganz andere Probleme bekommen, weil da das, was hier eben gesagt wurde, das Ping-Pong schon zu einem Pong werden kann. Also in Frankreich ist das Zitatrecht noch mehr eingeschränkt. Und noch kurz zum Abschluss, das Problem ist tatsächlich, dass gerade im künstlerischen Zitat in Deutschland es überhaupt ganz wenig Rechtsprechung gibt. Und das wäre sehr schön, wenn man da weiterkommen würde, denn das künstlerische Zitat, da ist man wie so oft vor Gericht auf hoher See und auf hoher See allein. Danke. Naja, vielleicht noch ganz kurz abschließend. Das Interessante ist ja an diesen Arbeiten, dass die früher oder später sicher legal sein werden. Weil wenn es dem Disney nicht gelingt, das Copyright Extension Law noch einmal zu verlängern, dann geht das Ganze in die Public Domain. Also dann ist es zumindest in Amerika legal.